Das WooCommerce Booking and Appointments Plugin ist das dritte Plugin in meiner kleinen Videoserie und damit das letzte kostenlose Buchungsplugin für WooCommerce, das ich hier vorstellen werde. Für diejenigen, die die letzten zwei Videos nicht gesehen haben, werde ich die unten in der Videobeschreibung verlinken. Und jetzt nochmal ganz kurz zu unserem Vorhaben. Ich hatte hier so ein schickes Barista Website Template installiert. Und der Plan ist, die Barista Party als buchbares Produkt im WooCommerce Shop anzubieten. Und da das WooCommerce Booking and Appointments Plugin nicht im WordPress Plugin Verzeichnis verfügbar ist, das heißt, man kann es nicht direkt hochladen, muss es hier von der Website runtergeladen werden. Den entsprechenden Link dafür, den werde ich auch unten in die Videobeschreibung packen, damit man direkt dorthin findet. Und hier unten muss dann einfach nur noch ein mini kleines Konto erstellt werden, im Anschluss auf Free Download geklickt werden und daraufhin erhält man direkt das gesippte Plugin. Da ich das nun schon runtergeladen habe, gehe ich direkt wieder in mein WordPress Dashboard, gehe hier auf Plugins installieren, gehe hier oben auf Plugin hochladen, Choose File, suche mir das Plugin raus und gehe auf Jetzt installieren. Im Anschluss wird das Plugin aktiviert. Und sobald das Plugin aktiv ist, findet man es hier in der Admin-Bar unter Buchungen und hier kann man dann auch direkt die Einstellungen anklicken. Und das ist doch schon mal eine sehr freundliche Begrüßung hier. Hier kann man nämlich die Kalenderfarbe bzw. das Kalenderdesign so ein bisschen anpassen. Und ich werde hier für meinen Kalender mal das Kalenderdesign Nummer 3 nutzen. Also klicke ich das an, speichern. Und die Tatsache, dass das hier wirklich alle Einstellungen sind, die man global tätigen kann, zeigt schon, dass das wirklich ein sehr, sehr schlankes Plugin ist, also sehr, sehr simpel, aber das soll ja nichts heißen. Hier findet sich nur noch ein weiterer Tab für die Buchungen, unter dem dann später die einzelnen Buchungen, sofern welche vorhanden sind, verwaltet werden können. Und das war's dann auch schon. Und da hier jetzt nicht mehr zu tun ist oder nicht mehr einzustellen ist, muss halt der Rest auf der Produktebene eingestellt werden. Und dazu öffne ich mir mal wieder meine Barista-Party. Für diejenigen, die die ersten zwei Videos zu den kostenlosen Buchungsplugins für WooCommerce noch nicht gesehen haben, zum einen werde ich die mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Aber nur noch mal ganz kurz, ich hatte in den letzten Videos zwei Produkte erstellt, einmal den Barista-Schnellkurs und einmal die Barista-Party, um an den beiden Produkten dann alle drei Plugins testen zu können. So, jetzt fällt mir gerade etwas auf, das ich wohl in den letzten beiden Videos versäumt habe. Und zwar steht das Eurozeichen hier links vom Betrag. Das ist natürlich nicht korrekt und muss demzufolge gleich korrigiert werden. Das ist eine simple WooCommerce-Einstellung. Also gehe ich hier bei WooCommerce auf Einstellungen und unter Allgemein brauche ich nur ein bisschen nach unten zu scrollen. Und dann kann ich hier die Position des Währungssymbols von links auf rechts ändern. Das Ganze muss natürlich noch gespeichert werden. Und wenn ich jetzt unter den Produkten checke, dann sollte das alles in Ordnung sein. Okay, nachdem das erledigt ist, kann ich mir mal hier die Barista-Party aufrufen bzw. bearbeiten. Und die Barista-Party ist eine Tagesveranstaltung, die auch nur täglich gebucht werden kann. Und wenn ich jetzt hier mal runterscrolle zu den Produkteinstellungen, dann sehe ich, dass ich das hier schon auf virtuell gesetzt habe. Das ist korrekt. Jetzt möchte ich nur noch mal die Produktdaten vom einfachen Produkt zum buchbaren Produkt ändern. Und das finde ich hier im Dropdown-Menü. Und in den vergangenen Videos hatten wir das so festgelegt, dass die Party nur von Montag bis Freitag steigt und die Verfügbarkeit dann übers Wochenende eingeschränkt werden müsste. Und dementsprechend gehe ich als allererstes auf die Verfügbarkeit. Und hier habe ich jetzt die Option, sowohl den Samstag als auch den Sonntag zu blockieren. So, dann geht es weiter zum interessantesten Tab dieser Einstellung, und zwar der Buchung. Und hier kann ich nämlich jetzt einen bestimmten Buchungszeitraum bestimmen. Wir hatten das im vergangenen Video schon mal mit dem Barista-Schnellkurs gehabt, der immer in drei Tagesblöcken gebucht werden konnte. Das gleiche Beispiel können wir hier ja später auch nochmal aufgreifen. Jetzt wollen wir hier erstmal festlegen, dass immer der feste Zeitraum von einem Tag gebucht wird. Und genauso ist das hier jetzt schon voreingestellt. Alternativ könnte man hier im Dropdown auch Minuten, Stunden oder außer Tagen noch Monate festsetzen oder festlegen. Und ich weiß gar nicht mehr, was wir verlangt haben. Ich glaube, 75 Euro war der Preis für unsere Barista-Party. Also tragen wir das auch wieder hier ein. Und da an dieser Stelle hier jetzt auch nicht mehr groß was eingestellt werden kann, gehe ich auf Produkt aktualisieren. Dann auf Produkt anzeigen. Und jetzt sieht man schon, dass sich hier so ein dicker, fetter Kalender präsentiert. Also im Gegensatz zu den anderen beiden Plugins, bei denen sich der Kalender erst öffnete, wenn man hier in das entsprechende Feld geklickt hatte, ist dieser Kalender hier schon von vornherein präsent und ich kann hier direkt einen Buchungszeitraum auswählen und ich glaube, in den vergangenen Videos war das immer der 9. August. Also wähle ich mir den hier direkt mal aus.
Dementsprechend erscheint hier unten die Information, Buchung 9. August, 75 Euro. Dann kann ich hier auf Jetzt buchen klicken und kann mir dann hier unten den Warenkorb anzeigen. Und hier sind noch ein paar Relikte aus vergangenen Buchungen drin, die kann ich gleich mal entfernen. Und somit könnte ich jetzt hier meine Barista Party am 9. August für 75 Euro kaufen, indem ich zur Kasse gehe. Gut, jetzt gehe ich aber für ein zweites Beispiel nochmal zurück. Rufe mir unter alle Produkte den Barista Schnellkurs auf und bearbeite den. Stell den auch auf buchbares Produkt. Und da ich ja hierauf in den vergangenen Videos noch gar nicht eingegangen war, können wir uns ja hier mal den Spaß machen und unter verlinkte Produkte die Barista Party bewerben. Also gebe ich hier Barista ein, wähle dann die Barista Party aus. Ich werde mal Folgendes machen. Ich werde die Barista Party bei Zusatzverkäufen rausnehmen und als Cross-Sell-Produkt einfügen. Im Anschluss gehe ich auf Verfügbarkeit. Auch der Barista-Schnellkurs ist Samstag und Sonntag nicht buchbar, also blockiere ich das entsprechend und gehe dann auf Buchung. Und hier hatten wir in den vergangenen Videos ja einen Block von 3 Tagen festgelegt. Also belasse ich das hier bei fester Zeitraum. Für Buchungen über unbestimmte Zeiträume müsste man dann hier den Datumspicker oder den Zeitraumspicker aktivieren. Ich ändere das hier jetzt nur mal in 3 und dafür hatten wir, glaube ich, einen Festpreis von 120 Euro inklusive Röstkaffee-Verköstigung vorgesehen. Gut, im Anschluss gehe ich wieder auf Aktualisieren. Dann schaue ich mir das Produkt an. Hier wähle ich mir wieder den 9. August. Und jetzt sieht man, dass automatisch 3 Tage eingebucht werden. Und hier werden mir dann die Kosten für den gesamten Block von 120 Euro angezeigt, die ich jetzt nur noch buchen muss, wenn ich das möchte. So, und diesmal lasse ich mir den Warenkorb auf diese Art anzeigen, um zu checken, ob das mit dem Cross-Selling auch funktioniert hat. So, das hat nicht funktioniert. Vielleicht liegt das daran, dass ich sie schon drin hatte. Also setze ich den Warenkorb nochmal auf 0. Zurück zum Shop. Barista Schnellkurs. So, hier geht es wie immer am 9. August los. Jetzt buchen. Und jetzt schauen wir uns das nochmal an. Und diesmal hat es funktioniert. Hier müsste natürlich im Customizer nochmal ein bisschen das Layout angepasst werden. Aber wichtig ist, dass man hier auch die Barista-Party dazu buchen kann und diese kleine Cross-Selling-Aktion damit auch funktioniert. Jetzt ist mir jedoch noch eine Kleinigkeit aufgefallen, denn ich hatte ja zu Beginn in den einzigen Einstellungen, die überhaupt möglich waren, die Farbe dieses Kalenders hier angepasst und irgendwie scheint mir das nicht so richtig geklappt zu haben. Da will ich jetzt noch mal ganz kurz checken, woran das liegt. Und zwar war ich hier bei Buchungen, Einstellungen und da hatte ich dieses Layout, Kalenderdesign Nummer 3 gewählt und zu sehen bekommen haben wir die ganze Zeit nur dieses hier. Und jetzt will ich mal ganz kurz testen, ob irgendeins meiner Plugins vielleicht die Styles blockiert. Also wähle ich alle aus, bis auf WooCommerce und Termine. Die werden deaktiviert. Dann lasse ich mir das Produkt nochmal erneut anzeigen. Barista Schnellkurs. Okay, also die Plugins können es nicht sein. Dann schauen wir uns mal die Themes an. Ich wechsle einfach mal hier auf so ein 2021 Default Theme, aktiviere das. Machen wir hier nebenbei gleich noch ein bisschen Troubleshooting. Dann gehe ich wieder zurück auf die Produkte. Barista Schnellkurs ansehen. Also das scheint ein Bug zu sein. Ich habe nichts außer das Plugin und WooCommerce aktiviert. Die Designanpassungen scheinen leider nicht zu funktionieren. Und ein weiterer kleiner Nachteil dieses Plugins ist, dass ich halt nirgendwo die Möglichkeit habe, die Anzahl anzupassen. In meinem Fall die Personenzahl. Dafür müsste man die Pro-Version dieses Plugins kaufen. Ich hatte ja im ersten Video bereits gesagt, dass die ganze Recherche nach einem kostenlosen Buchungsplugin für WordPress nur begonnen hatte, weil ein Freund von mir ein buchbares Produkt in seinem WooCommerce Store installieren wollte. Und nachdem ich nun alle 3 Plugins durchgetestet hatte, hatte ich mich letzten Endes für seine spezielle Webseite für das 2. Plugin entschieden. Ich hatte ja nun schon mehrfach den Blogpost erwähnt, in dem ich alle 3 Plugins nochmal ein bisschen detaillierter miteinander vergleiche. Und wer sich jetzt für die genauen Vor- und Nachteile der einzelnen 3 Plugins interessiert, um vielleicht herauszufinden, welches der 3 zum eigenen Projekt am besten passt, der kann sich gerne den Blogpost durchlesen, in dem ich das alles nochmal ziemlich genau beschreibe.